herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, beziehungsweise von einem Vlog von uns. Wir dachten, wir vloggen heute mal wieder. Zeit wird es aber auch. Da liegen meine kranken Mäuse auf der Couch. Oh, ihr seid so süß. Das ist der Einzige, der nicht krank ist. Ja, ja. Wir fahren jetzt noch, wo fahren wir eigentlich hin, Henning? Wo fahren wir hin? Sagen, warte, ich muss kurz überlegen. Was war das denn? Ja, es ist schwer zu sagen, wo wir jetzt hingehen, weil wir es eigentlich noch gar nicht verraten wollen, weil wir selber noch nicht wissen, ob das dann auch alles funktioniert und ob das auch alles klappt. Ich kann euch nur sagen, wenn es klappt, dann habe ich, glaube ich, meinen größten, allergrößten Traum erfüllt und weiß, wozu ich so viel und so hart arbeite. Jedenfalls fahren wir da jetzt hin und leisten eine Unterschrift und werden, glaube ich, in ein oder zwei Wochen erfahren, ob es denn funktioniert hat, beziehungsweise vielleicht sogar schon schneller. Und ich hoffe, ich drücke mir alle meine Daumen und meine Zehen und ich hoffe, ihr drückt, obwohl ihr nicht mal wisst, um was es geht, auch eure Daumen. Das wäre einfach nur... Wir müssen danach auch noch heute einkaufen, aber ich weiß nicht, ob ich dazu die Kamera mitnehmen werde. Und meine Lieben, ich bekomme wieder Gelnägel. Anna hat sich schon wieder heute viel zu viel vorgenommen. Die wird schon wieder die Hälfte nicht schaffen. Ich versuch's trotzdem. Ja. Ich bin immer noch ein bisschen verschnupft. Ey, Mann, diese Kurven, ey, das nervt, wie du fährst. Immer dieses hier. Echt? Ja. Nimm doch nächstes Mal einfach das Stativ fürs Auto. Haha, welches Stativ fürs Auto? Das hier drinnen ist, im Schubfach. Wann haben wir ein Stativ fürs Auto? Hab ich schon. Da hinten drinnen ist ein Stativ. Ja. Was ist das denn? Ist das krass? Was hat er denn hier? Ja. Ein Stativ fürs Auto? Dann machst du das alles scheiße. Und dann bleibt es einfach mal. Wie geil ist das denn, Henning? Ja. Was hast du denn da? Krass, oder? Das ist ja wie ein Spielfilm hier, wa? Ja, Spielfilmkamera hier. Das ist ja wie Dokushop für RTL 2. Okay, meine Lieben. Was gibt's sonst noch zu... Alter. Oh, ey. Das ist blending in my face, ey. Was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich nichts. Wir haben total viel geplant, was mit YouTube angeht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, dass wir so kleine Änderungen vorgenommen haben. Wir betreiben jetzt für Videos irgendwie mehr Arbeit als vorher. Ah! Musst du schon richtig ranmachen. Du und deine komische Halterung. Na, ist doch klar, dass das nicht funktioniert. Funktioniert aber. Bei mir hat es bombenfest gehalten. Ja, bei dir und bei mir nie, oder was? Ja. Weil ich immer zu blöd bin, irgendwas ranzukriegen. Ja, jetzt guck mal, wie schräg das jetzt ja, ist. Ja, guck mal an, was ist das für ein Scheiß? Ja, wunderbar. Wir sind jetzt hier in unserem Termin. Anne ist hier im Fahrstuhl. Wo muss ich denn hin? Guck doch. Ostbahn. Ach, da steht. Schneiden wir raus. Gerade vom Termin raus. Noch wissen wir nichts, Leute. Und das Problem ist, ich bin so optimistisch gewesen, aber irgendwie habe ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht, das wäre einfach zu krass, wenn das klappen würde. Ja, keine Ahnung. Mal gucken, ne? Wir werden uns selber jetzt die Daumen drücken und hoffen, dass es funktioniert. Und wenn nicht, naja, dann nicht. Das Leben geht weiter, ne? Genau. Manchmal ist es so im Leben. Oh, so tolle Farben hier. Ein Tee. Ein Kaffee. Mir geht's gut. Anne lässt sich jetzt schön die Nägel machen. Ja, endlich wieder. Endlich wieder. So, was sag ich? Anne, soll ich noch die Nägel machen? Ja, pink. Pink? Ein Nagel. Nee, aber wenigstens so, jetzt, wenn ich jetzt schon mal hier bin, oder? Ja, dann mach doch. Okay, bei dir dauert es ja eh noch. Ja, ich gerade mal angefangen. Welche Form machen wir wie immer. So mandelförmig? So schön spitz. Spitz? Wow. So sehen meine Finger jetzt aus. Konnte leider euch nicht filmen dabei, weil meine Hände halt im Einsatz waren, sag ich mal so. Meine auch. Und Anne sind auch noch im Einsatz. Bei dir dauert es ja noch ein bisschen? Bestimmt noch eine Stunde. Was mach ich denn jetzt noch eine Stunde hier? Wie hast du Essen oder? So, dann würde ich sagen, machen wir mir die Füße. Nein. Oh, und die Farbe, was sagt ihr zur Farbe? Eure Meinung? Antwortet ihr vielleicht auch mal? Henning weiß nicht, was er machen soll. Hey! Langeweile im Nagelstudio. Oh, jetzt ist mir schwindelig. Musst du auch so dringend pullern? Ja. Ich halte dich nicht mehr aus. Ich flippe gleich aus. Mausi! Oh. Wow, du musst gleich noch ein Video drehen, Miley. Mama. Mama ist auf Toilette. Die pullert. Mama auf Toilette. Nein. Ja? Oh! Unser neuer Staubsauger ist gekommen. Juhu! Wir können wieder saugen. Gibt es schon wieder Ärger um? Schon wieder Ärger. Wir sind jetzt unterwegs
Und zwar mit den Hunden. Wollen nicht. Die haben keinen Bock zu spazieren. Komm. Andere würden sich freuen. Danach heißt es noch einkaufen und dann ist der Tag schon wieder gelaufen. Nee, für mich noch lange nicht. Ich muss noch das Video bearbeiten. Ich muss noch wischen komplett. Okay, wenn es danach geht, ich muss kurz 2 Stunden, wäre schön, wenn ich mich nochmal hinlegen kann. Und dann muss ich noch bis morgen früh um 6 arbeiten. Dann wieder ein paar Stunden schlafen und dann wieder aufstehen. Einkaufswagen, Tasche und Einkaufszettel im Mund. Obst und Gemüse, ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja. Wichtig, nicht ganz wichtig. Ganz komm, wichtig. Du bist auch nicht die. Ganz wichtig. Ja? Hast du Hunger? Ich hab Hunger. Ja, merkt man dir sofort an. Warum? Ich hab auch Hunger, deswegen haben wir uns jetzt überlegt, noch einen Salat zu holen beim Döner. Mit Schinkenfleisch. Hm. Ja. Oh. Ja. Und Knoblauchsoße. Das ist dann der Abschluss des Tages für mich. Erstmal. Anne muss noch weitermachen dann. Ja. Morgen Tropical Island, ja. Weil ich mir eine neue Kollektion aufgedacht habe, die kann ich euch ja nachher schon mal kurz zeigen. Da könnt ihr auch so einen kleinen Blick reinwerfen. Ja, oder so einen ganz kleinen. Okay. Ich freue mich. Bis denn. Du hast auch nicht gesehen, ne? Nee, noch gar nichts. Ich weiß eigentlich noch nichts. Die haben zwar die Besprechung gehabt mit mir, da war ich dabei, aber den Rest habe ich nicht mitbekommen. Dann lass dich überraschen. Mach ich. Wieso beschwerst du dich denn jetzt? Um was geht's denn hier überhaupt? Kannst du die Zuschauer bitte mal aufklären, warum du dich jetzt hier beschwerst? Bitte? Erklär mal uns bitte, warum du dich jetzt hier beschwerst. Weil ich nonstop arbeite. Ich schlafe 5 Stunden und arbeite nonstop. So. Schubst du mich gerade? Hast du mich gerade geschubst? Ja, ich hab dich geschlagen. Au! Au! Henning! Au! So, komm, wolltest du mir noch deine Kollektion zeigen? So, seid ihr schon gespannt, Leute? Seid ihr schon gespannt, was da drin sein könnte? Alles werde ich euch nicht zeigen. Ich werde euch aber zum Beispiel zeigen, dass es einen neuen Rucksack gibt. Der findet nämlich richtig süß. Einen Moment, ich muss erst mal gucken, wie hier. Ich werde euch 2 Sachen zeigen. Das erste ist der Rucksack. Der ist nämlich komplett anders als die, die ich bisher habe. Denn es ist nämlich ein richtiger Rucksack. Ach so, ist ja geil. Ein neues Motiv drauf. Ich finde das so süß. Ab sofort sind meine Klamotten mit einem richtigen Labelbändchen. Da, guck mal bitte, wie geil das aussieht. Das ist ja fit. Ich kann mich nicht entscheiden. Dann machen wir noch was. Los. Greif einfach rein und auf viel Glück. Trommelwirbel. Es ist ein Langarmpulli. Dünner Stoff. Ganz dezent gehalten. Mit meinem Rehchen so, drauf. Seht ihr das? Ist ganz dezent. Das ist so süß. Ja, und ich finde das so niedlich, weil das ist echt mega gut betont. Und da unten. Und da unten wieder mein Label. Ist das geil. Es ist super schön und es ist halt eben lang und dünn. Das heißt, perfekt für die Übergangszeit, bis es endlich mal Sommer wird. Und die restlichen Produkte zeige ich euch noch nicht. Die werden wir nämlich morgen abfotografieren. Könnt ihr gespannt sein. Ich freue mich und bin gespannt, wie es euch gefällt. Ihr könnt aber in die Kommentare schreiben, wie euch der Rucksack gefällt und schon mal der Langarmpulli. Und übrigens, ihr würdet mir einen ganz großen Gefallen tun. Unten in der Infobox findet ihr auch den Facebook-Namen, beziehungsweise ich blende den jetzt einfach mal ein. Mein Facebook-Namen für meinen Online-Shop und auch meine Instagram-Seite für meinen Online-Shop. Schaut auf jeden Fall mal rein, da werdet ihr immer die neuesten Infos haben und auch die neuesten Aktionen. So, es war Werbung ohne Ende jetzt. Ja, das muss aber auch mal sein. Ist, ja. Ich habe so viel dafür in diesen Shop gearbeitet. Seit wie vielen Jahren baue ich jetzt diesen Shop auf? 5? So viele Jahre, ich stecke da so viel Herzblut rein und ich gebe nicht auf. Ja. Grasri wird irgendwann hoffentlich eine Marke. Ja. Ihr könnt helfen! Es ist mein Traum, Grasri. Ja, genau. Mann! Au! Komm, wir gucken mal noch, was hier drin war. Nein, guckt ihr nicht! Das war so, eine Überraschung gleich. Dann wartet für heute, oder? Ja! Willst du den Leuten noch zeigen, wie du das Video schneidest? Nein. Nee. Ich setze mich jetzt an den Rechner und schneide das Video, aber es ist total langweilig. Hm. Ich habe euch ganz so lieb und danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao! Bye, bye! Okay. Aua, warum haust du? Ich wollte die Kamera jetzt ausmachen. Ich wollte... So!